Hallo YouTube und herzlich willkommen. Heute natürlich mit mir als Vertretung für den lieben Tino bei True Farming, mein Lieben. Ja, es ist soweit, True Farming. Heute mal mit mir als Gesicht hier beim lieben Tino auf dem Kanal. Hat den folgenden Grund: Der liebe Tino lag oder liegt leider flach wegen Krankheit mit 40 Grad Fieber. Deswegen an dieser Stelle wirklich von Herzen alles, alles Gute, mein Digga. Gute und schnelle Genesung, ne? Und an die YouTuberinos, lasst Liebe da in den Kommentaren, lasst gute Besserung da, ne? Und fühlt euch dennoch gut unterhalten. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, man, irgendwie, ich weiß auch nicht, müssen wir erstmal schauen, wo wir hier überhaupt sind. So, dieses komische Schwarzing, Mann, wo ist jemand hier? Warte mal, ich muss hier reinfahren. So, guck mal, wo sind wir denn hier? Ach, da ist einer. Mathe, mir gleich mal hinfahren. So, gleich mal gucken hier. So, und was macht er da? Ja, gut, gehen wir einfach mal hin. Hallo? Hallo? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hoffe, also wenn ich mich kurz vorstellen darf. Ich bin der Anton Schaffmar, Idee. Das heißt in Dienst. Okay. Und wer sind Sie? Ich bin der Herr Bär, der Johannes Bär. Ich bin hier Landwirt. Ah, das. Ja. Oh, da, ach, Sie sind Landwirt. Ja. In welchem Dienst sind Sie denn? Naja, ich bin Polizist. Gucken Sie mal, da hinten ist mein schickes Fahrzeug. Bisschen klein, aber geländegängig. Wo haben Sie das denn hergeholt? Also, wenn Sie es keinen verraten, ich habe es mir vom Schrott geholt und wieder aufgebaut. Wissen Sie, unsere Gemeinde hat es nicht so dicke. Ja, können Sie mal ein bisschen weiter weggehen? Oh, warum? Die haben so ein bisschen eine feuchte Aussprache. Wie, was? Es regnet wo oder was? Ja, eigentlich nicht. Es ist eigentlich freier Himmel hier. Na gut, dann muss ich wahrscheinlich. Oder warte ich mal, was haben Sie? Sie haben gesagt, ich habe eine feuchte Aussprache. Das stimmt doch überhaupt nicht. Herr Schaffmar, bitte. Ja. Ja, bitte. Ein bisschen Abstand, bitte. Na gut, dann bleibe ich hier stehen. Ist das ja so genehm? Ja, so ist gut. Okay, können Sie mich gut verstehen? Ja, ich verstehe Sie gut. Ja, schön. Passen Sie auf, ich suche einen jungen Mann. Scheiße, wie hieß der nochmal? Kennen Sie jemanden, der Schnetzer heißt? Ich kenne Schnitzel Freezy. Ach ja, ja, den kenne ich auch. Nee, aber den suche ich momentan noch nicht. Meine Fresse. Das war, der kennt sich so mit Tieren aus. Ach, Sie meinen den Tierarzt hier? Ja, genau, den meine ich. Wissen Sie, wo der ist? Ich glaube, Metzger heißt der, oder? Ja, Metzger war es, genau, Metzger. Nee, keine Ahnung, der war hier einmal, aber sonst habe ich den nie wieder gesehen. Ach so? Können Sie mir vielleicht sagen, wie der so drauf ist? Also, ich fand den eigentlich ganz nett. Der hat meine Stallungen untersucht und da war alles okay. Und von daher habe ich mit dem nie ein Problem gehabt. Okay. Und so hat er eigentlich, macht er eigentlich einen ganz patenten Eindruck auf Sie, oder was? Ja, der hat Ahnung hatte er schon und nett war er auch, also. Okay. Ich konnte jetzt nichts dran feststellen. Naja, das Problem ist, Herr Schneer, wie war denn? Herr Bär, Entschuldigung, Herr Bär, das Problem ist ganz einfach. Wir haben herausgefunden, dass der Herr Schnetzger, Metzger, wahrscheinlich nicht der zu sein scheint, der zu sein scheint vermag, wenn Sie verstehen, was ich meine. Achso, Sie meinen, der ist vielleicht doch Metzger als Tierarzt? Ja, das trifft's eigentlich im Kern. Ah, okay. Also haben Sie da auch keine Informationen weiter? Nee, keine Ahnung. Ich habe den nur als Tierarzt hier kennengelernt. Ja. Er kannte sich auch mit Tieren aus, das machen natürlich Metzger auch. Also. Ja, deswegen, ne? Das ist nämlich ganz komisch. Aber passen Sie auf, kurz zur Erklärung. Wenn Sie irgendwie, darf ich ein Stück näher kommen, ich will Ihnen mal meine Karte oder soll ich Sie Ihnen zuwerfen? Ja, werfen Sie am besten. Dann warten Sie. Ich hol Sie mal raus. Achtung, sind Sie bereit? Ja. Passen Sie auf. Schum. Ja. Ja, wunderbar. Also wenn Sie da irgendwas in Erfahrung bringen oder irgendwas Negatives hören oder irgendwas Ihnen komisch auffällt, ne? Rufen Sie mich an. Mach ich. Dankeschön. Ach so, noch eine kurze Frage. Ja, wissen Sie, wie ich am schnellsten zum Herrn Schnitzel, Frittel, ach scheiß drauf, zu dem komme? Ja, hier hinten wieder raus, rechts rum und dann einfach der Straße immer folgen. Okay. Und entweder ist er in der Biogasanlage, da ist so ein schönes Konterfei von ihm auf so einem Plakat. Ja.
oder noch ein bisschen weiter Richtung Norden, da ist dann sein Hof. Ah, okay, gut. Verstehe es. Ist quasi nicht zu verfehlen. Ja, genau. Okay. Herr Bär, vielen Dank. Sie haben mir echt gut weitergeholfen. Ja, gerne, Herr Schaffner. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Schaffner? Ja? Hier ist der TÜV so ein bisschen penibel. Mit was? Mit Autos, Fahrzeugen etc. Also, Sie haben ja noch Ihr rumänisches Kennzeichen da dran. Ja, ist richtig. Ja, da müssten Sie mal aufpassen. Ja, aber es ist doch mein Urlaubskennzeichen. Ach so, okay. Ja, gut, dann. Deswegen, und machen Sie sich keinen Kopf, ne? Weil ich bin das Gesetz. Alles klar, Herr Schaffner. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, na gut. Müssen wir gucken. Was hat er gesagt? Sollen jetzt hier raus? Oh, das war fast die Hauswand. Verdammte Axt. Gut. Müssen wir jetzt gucken. Lass mal. Scheiße, wie war denn das jetzt? Rechts oder links? Ach, ich kann mir das nicht gut merken. Weil von da bin ich gekommen. Ja, gesagt rechts, oder? Hat er gesagt rechts? Und ja? Ja, ne. So, gut. Nee. Machen wir mal. Wir müssen hier einfach. Das Problem ist, der Herr Schnetzka, Metzger, verdammt nochmal, dieser Name. Das ist ein ganz übler Hund. Und den müssen wir. Und den müssen wir finden. So. Und das schaffen wir aber nicht alleine. Weil der Mensch, der ist gewieft. Deswegen müssen wir schauen, dass wir so viele Informationen. Oh, verdammt, hätte sie weggemusst? Nee, na nee, gut, müssen wir gucken. Deswegen müssen wir sehen, dass wir so viele Informationen wie möglich finden müssen, bekommen. Was auch immer. So. Ja, meine Fresse, wo geht denn das ja noch lang? Mann, oh Meter. So. Jetzt schon wieder eine Kreuzung. Warte mal, der hat gesagt immer rechts. Okay, gut. Machen wir hier lang. Kommt was? Nee. Und wenn? Ist egal, ich bin das Gesetz. Gut, müssen wir gucken. Verdammt, ich habe auch keine Handynummer von dem. Ja, muss man. Oh, das ist nicht. Warte mal, der fährt. Verdammt. Bin jetzt hier hochgefahren? Oh Mann, da kommst du noch nicht hin. Kommst du nie im Leben lang. Ja, wohl, macht nichts. So. Da los. Gut, der hat gesagt, immer geradeaus weiter. Wollen wir Ballett machen. Man muss natürlich sagen, das Dorf ist ganz schön ruhig. Ist mir fast zu ruhig. Hier muss doch irgendwo was versteckt sein. So, wo ist denn der jetzt? Hier geht's lang. Er hat gesagt, an der BGA. Na, da soll irgendwo was abgelichtet sein. Wo soll denn da. Warte mal, was gibt's denn hier? Hier gibt's Hühner. Oh, stimmt. Hier kann ich mir mal Hühner klauen. Ha, hab ich schon mal gemacht. War ganz putzig. So. Was ist denn das? Das sieht aus wie eine BGA. Oh, bremsen. Warte, muss Wandblinkanlage anmachen. Blinklicht. Was ist hier los? Was? Fritzel BGA, wir rasieren ihre Felder. Gottes Willen, ist das hässlich. Meine Fresse, wie kann man denn sowas hier herhängen? Kommt da überhaupt keine Kundschaft? Ja, warte, das müssen wir, ja gut, das klären wir. Das klären wir noch. Da müssen wir ganz schnell sein. Am besten. So. Am besten ganz schnell das Martinshorn anmachen. Wo war denn das noch? Verdammt. Gut. Muss ich erstmal anhalten. So. Ach ja, hier. So, jetzt. Aber ganz schnell. Na komm, die alte Möhre. Nicht das schnellste Fahrzeug, aber das Beste, was es gab. So, wo ist der jetzt? Scheiße. Wo ist der? Ich soll mal gucken. Okay, gut. Müssen wir hier stehen bleiben, machen wir Straße dicht. So, warte mal, das war doch hier, oder? So, erstmal das Gedünge ausstellen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Mal einfach mal anrufen. Wie gesagt, so, gehen wir mal durch. Mit. Ja, ist klar. Hallo? Hallo? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Anton. Der Anton schafft mal Idee. Das heißt in Dienst.
Ja, okay, wie kann ich helfen? Spreche ich mit Herrn Schnitzelfriesi? Schnitzelfriesi, ja. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Ich sehe bei Ihnen einen Hof. Es ist ganz wichtig. Es gibt zwei Sachen. A, bekommst du einen Strafzettel wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und dann muss ich was fragen. Also das mit dem Strafzettel, da kann ich nichts für. Da habe ich auch eine Genehmigung. Ich kann das Ding nicht anders verstecken. Es drückt durch jede Hose durch. Es tut mir leid. Haben Sie mal gesehen, wie hässlich das ist? Ja, da kann ich auch nichts für. Ja, Moment, wo sind Sie? Auf dem Feld mit der Bella Ehrlich. Die hat mir gerade einen Antrag gemacht. Und mit dem Adler. Auf welchem Feld sind die? 83. Wo ist denn das hier? Ich bin doch hier nicht vom Ort, Mensch. Ich war gerade auf dem Weg zum Hof. Ich konnte nur hier, ja. Warten Sie. Sagen Sie mal, warum fahren die hier alle falsch? Mensch, mach Platz, du Rindvieh. Meine Fresse, hier kam ja gerade einer mit dem Glas entgegen, der fährt auf der linken Seite. Ah, okay. Kann nicht wahr sein. Bewegen Sie sich nicht vom Fleck, ich komme zu Ihnen. Ja, okay, wir warten, ja. So, wo war das nochmal? Wo muss ich hin? Ach so, zwischen Feld 82 und 83. Okay, komm ich hin. Bis gleich. Ja, bis später. Kommt nochmal so ein paar Nause angefahren. Meine Fresse, mach Platz. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, wir sind ja jetzt 83. Das kenne ich doch hier nicht aus. Ich muss ganz scheiße wieder zurückfahren. Manometer. Kann nicht wahr sein. Menschenskinder. Ist ja. Ich muss die ganze Zeit hier rumgucken mit dem Ding. Das kann uns gar nicht gut gehen. Mann. So. Sag mal, ich hab doch hier auch schon eine komische Landkarte gekriegt. Und mal anhalten. Sag mal, ich muss mal gucken. So. 83. Ach, hier. Okay, weiß ich wo. Ist ja gleich hier vorne links. Müssen wir uns durchkämpfen. Schau. Ach, da ist die ja schon. Oh, nee. Was ist das für eine? Die rennt weg. Warum rennt die weg? So, müssen wir jetzt hier hoch oder was? Ich kann ja nicht durch die Frucht eiern. Das geht auch nicht. Scheibenkleister. Warte mal, müssen wir hier vorne lang gucken. Hier muss ja irgendwo einen Weg hochgehen. Kann nicht wahr sein. Oh. Hier oben sind die. Guck, hier stehen die. So. Hose schief. Ja. Halt, stopp, nicht weglaufen. Herr Schnitzel. Ja. Wenn Sie noch dran erinnern, wir hatten telefoniert. Ja. Also, als allererstes muss ich Ihnen, warten Sie, ich muss das noch unterschreiben. So, bitteschön, hier ist der Durchschlag. Das ist ein Strafzettel über 450 Euro. Warum? Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja, aber was habe ich denn getan? Ja, haben Sie mal gesehen, was Sie ein verdammt hässliches Bildchen an der BGA hängen haben? Ich versuche das schon seit Ewigkeiten wegzubekommen. Aber irgend so eine Obrigkeit von Typen wollen das nicht entfernen. Das ist ekelhaft. Ja, ist wirklich ekelhaft. Da gebe ich Ihnen total recht. Haben Sie mal gesehen, wie da der Nippel durchblitzt? Ja, den Nippel habe ich auch gesehen. Das geht auf keine Kuhhaut. Kuhhaut, so rum. Also da haben Sie ja vollkommen mit recht. Und da unterstütze ich ihn dann, gebe ich Ihnen mal eine Nummer und dann gehen Sie da mal hoch und dann sagen Sie nur, das mal entfernen. Ich habe das schon mehrmals beantragt, die machen das nicht weg. Ja, muss ich mal gucken. Mit wem muss ich da reden? Ach so, das ist eine Außeraktivität von Schwatzingen. Und zwar müsstest du dich da einmal melden bei dem Axel Foley. Wie hieß der? Was ist das für ein komisches Ding? Ja. Bei Axel Foley, dann bei einen Stefan, einen Soso und ja, die können das dann entfernen. Ach so. Okay, muss ich mal gucken. Gucken, ob die das überhaupt wollen. Aber gut, Herr Schnitzel, dieses Geld müssen sie trotzdem bezahlen. Ja. Gut, kommen wir mal zum Wesentlichen. Und zwar, passen Sie auf, ich suche den Herrn Schnetzka. Den? Den Herrn Schnetzka. Wer ist denn das? Ja, wer wurde mir gesagt, dass hier der Tierarzt ist? Ach, der Herr Metzger. Ja, hab ich doch gesagt. Schnetzka hast du gesagt. Nee, Schnetzka. Ja, Metzger, okay. Ja, meine ich doch. Passen Sie auf, Herr Fritzl, es geht um folgendes Problem. Uns ist zu Ohren gekommen, dass dieser Mann vorgibt, etwas zu sein, wo man denkt, dass es zu sein scheinen kann, aber nicht das ist, was es ist. Ah, okay. Verstehen Sie? Ja, verstehe ich. Wie stehen Sie denn zu dem jungen Mann? Wir hatten am Anfang so, ich sag mal, kurz unsere Schwierigkeiten. Tja.
aber jetzt kommen wir ganz gut miteinander aus. Okay. Und da ist Ihnen auch nicht irgendwo was, irgendwie was Negatives aufgefallen oder so? Bis jetzt nicht, netter Mann. Ach so. Da hat er. Bloß mal so aus reiner Neugier. Wir sind Ihnen ja schon irgendwie auf der Schliche, ne? Und wir haben ja herausgefunden, dass da in Afrika wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen ist. Anton. Ja. Ich nenne Sie mal Officer Schaffmeier, ja? Ja, das ist. Na, endlich merkt es mal einer, genau, denn ich bin das Gesetz. Ja. Officer Schaffmeier, ist Ihnen eigentlich. Haben Sie sich mal gründlich erkundigt, was überhaupt los ist? Na, noch nicht, ich bin gerade dabei. Ja, passen Sie auf, wenn zum Beispiel beim Landhandel da oben irgendwas schief läuft oder nicht in Ermessen von dem Harry und den Miguel passt, sind immer diese Leute danach gesucht oder haben irgendwie Dreck am Stecken. Ach so. Das kann doch vorne und hinten, da kann doch vorne und hinten irgendwas nicht stimmen. Meinen Sie? Ja, ich würde da vielleicht mal den Landhandel überprüfen. Wo finde ich denn den Landhandel? Ja, steigen wir doch in Ihr Auto, dann zeige ich es Ihnen. Ja, lassen Sie uns mal fix hinfahren. Scheiße, wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Keine Ahnung. Hier, sie da drinnen, sie Witzfigur, komm schon mal wieder raus. Was ist los mit dir? Schönen guten Tag, ich bin der Anton Schaffmeier, das heißt im Dienst. Ich bin Polizist. Also Sie wären es gerne, denke ich mal. Nein, ich bin Polizist, ja warten Sie, ich komme mal ein bisschen näher, hier haben Sie meinen Ausweis. Oh, ja, super, danke schön. Was rennen Sie denn jetzt weg, mein Ausweis her, Mensch? Sagen Sie mal necessaire. Was für ein Ding? Wer nicht sehr? Genau. Bleiben Sie doch mal stehen, bitte. Hast du neue Klamotten, Fritzl? Mein Auto ist verschwunden. Wollen Sie mich ja gerade verarschen, oder was? Wir waren beide hier. Ne, Sie sind weggerannt. Zwischendurch. Ich hab's gesehen. Ich musste mal. Komm zu Fuß an. Okay. Gut, meine Herren, kein Problem. Herr Schnitzel? Fritzel, ja. Ja, hab ich doch gesagt. Heben Sie mal kurz die Hände. Ja. Gut, passen Sie auf, es ist nichts Anzügliches. Ich muss die mal kurz untersuchen. Okay. So, was haben wir da an den Taschen? Nee, das ist ekelhaft. Ah ja, hier. Schlüssel. Okay, gut. Herr Schnitzel, was? Junger Mann, mach es noch einen schönen Tag. Gucken, ob das passt. Oh, passt. Gut. Na, hallo. So. Das Ding ist jetzt beschlagnahmt. Warum das denn? Weil ich an deinem Schaffner bin. Was macht denn der jetzt hier? Himmel aus dem Zorn. Was soll denn das? Ich kann doch jetzt nicht mein Deutsch klauen. Was stimmt denn nicht mit ihm? Ich klau den nicht. Der ist beschlagnahmt. Ja, warum denn? Guck mal, da unten steht doch Ihr Polizeiauto. Wo steht denn das? Da rechts. Wo rechts? Ja, rechts an der Straße. Meine Augen sind nicht so gut. Ja, dann fahren Sie mal runter und dann rechts. Hier, warten Sie. Aber fahr vorsichtig. Mach das Ding nicht kaputt. Yes. Sollten daran noch kaputt gehen. Er ist viel aus Plastik, da bricht schnell. Ja, deswegen. Da, sehen Sie? Politia. Sie haben Polizei falsch geschrieben. Warte, ich habe einen Leserechtschreibsprecher. Wollen Sie sich darüber mal beschweren oder was? Nein, natürlich nicht. Gut, hier haben Sie einen Schau auf dem Mieter. Ich suche mal den Schandhandel. Ja. Immer aus dem Zorn, wir sind doch noch dullig unterwegs. Wenn er das richtig ausspricht, Gratulation. Wie weit? Endlich mal einer, der Landhandel richtig ausspricht. Warum? Wollen Sie einen Schoki? Genau. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wollt ihr mich ja verarschen oder was? Meine Fresse. Gut. Müssen wir jetzt erstmal gucken. Naja, gut. Werden wir uns mal auf die Socken machen und müssen mal überlegen, was denn hier so Phase ist. Weil entweder nehmen die mich hier nicht für voll. Oder verkackeier mich oder machen sonst irgendwas. So kann das nicht weitergehen. Ne? Aber eins ist Fakt, meine lieben Zuschauer, ne? Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst da sehr gerne ein Däumchen da und schreibt was Nettes und gute Besserung in die Kommentare beim lieben Tino. Und in diesem Sinne, sag mal erstmal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Heute Abend 19 Uhr. Nicht vergessen, True Farming. Einschalten. Mhm. Winke, winke.